Eine Phobie ist eine extrem ausgeprägte Angst vor einer scheinbar harmlosen Sache. Und die Betroffenen versuchen alles, um bestimmte Situationen zu vermeiden. Lässt sich eine Situation nicht vermeiden, erleben sie schwere Angstzustände, Panikattacken oder sogar Ohnmachtsanfälle. Bei Kindern und älteren Menschen sind Phobien weniger verbreitet, bei Jugendlichen und insbesondere bei Mädchen dagegen häufiger. Phobien treten häufig in der Familie auf oder können die Folge eines traumatischen Erlebnisses in der Kindheit sein. Phobien können in drei Kategorien eingeteilt werden. Bei einer sozialen Phobie fürchtet man sich vor anderen Menschen, insbesondere vor deren Urteil. Agoraphobie ist die Angst vor einer Situation, die wir als gefährlich empfinden oder aus der wir nur schwer entkommen können. Spezifische Phobien sind Ängste vor bestimmten Dingen oder Situationen, zum Beispiel vor Höhen, Verletzungen und dem Anblick von Blut. Manche Phobien sind besonders komplex, wie der berühmte Fall des Knopfjungen. Es war ein ganz normaler Kindergartentag, als einem 6-jährigen Jungen die Knöpfe für seine Plakatwand ausgingen. Er wurde gebeten, nach vorn in die Klasse zu kommen, um neue zu holen. Als er nach der Schale griff, rutschte seine Hand aus und alle Knöpfe fielen auf ihn. Für den Jungen war dies ein zutiefst traumatisches Ereignis. Kurze Zeit später wollte er sich nicht mehr selbst anziehen. Er begann, sich im Unterricht nicht mehr konzentrieren zu können, weil er sich zu sehr damit beschäftigte, seine Schuluniform nicht anzufassen. Und schließlich fing er an, Menschen zu meiden, nur um nicht an ihre Knöpfe zu kommen. Das Leben wurde so schwierig, dass der Junge und seine Mutter 4 Jahre nach dem Vorfall beschlossen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Psychiaterinnen Lisette Saavedra und Wendy Silverman, die den Fall untersuchten, konnten eine Zwangsstörung ausschließen, die oft mit einer Phobie verwechselt wird. Sie kamen zu dem Schluss, dass der Junge eine spezifische Phobie vor Knöpfen entwickelt haben muss. Um den Jungen zu behandeln, luden die Ärzte die Mutter und den Sohn ein, an einem Forschungsprojekt teilzunehmen. Um die Fortschritte des Kindes während der Behandlung zu beurteilen, verwendeten sie ein Gefühlsthermometer, mit dem der Junge jede Interaktion von 1, glücklich, bis 9, wütend, bewerten konnte. Große, messingfarbene Jeansknöpfe störten den Jungen kaum, aber kleine, durchsichtige Plastikknöpfe erschreckten ihn. Nachdem man die Gefühle des Jungen besser verstanden hatte, wählten die Ärzte eine Behandlungsmethode aus. Zunächst versuchten sie es mit einer verhaltenstherapeutischen Expositionstherapie, einer Form der klassischen Konditionierung. Jedes Mal, wenn der Junge erfolgreich einen Knopf berührte, wurde er belohnt. Anschließend wiederholten sie den Prozess in verschiedenen Formen. Nach 4 Sitzungen hatte der Junge alle Aufgaben gelöst und konnte mit viel mehr Knöpfen interagieren als vorher. Allerdings hatte er mehr Angst vor Knöpfen als je zuvor. Als die Ärzte erneut mit dem Jungen sprachen, erzählte er, dass er Knöpfe eklig fand und dass sie einen schlechten Geruch verströmten. Sie fragten sich also, hat die Expositionstherapie seine Angst verringert, aber sein Ekelgefühl verstärkt? Als nächstes versuchten sie es mit der imaginalen Expositionstherapie. In den folgenden 7 Sitzungen wurde der Junge aufgefordert, sich Knöpfe vorzustellen, die auf ihn fallen, um sich vorzustellen, wie sie aussehen, sich anfühlen und riechen. Diesmal verringerte sich der von dem Jungen selbst angegebene Leidensdruck dramatisch. Selbst 12 Monate nach der Therapie berichtete der Junge, dass er kaum noch Angst vor Knöpfen hatte. Warum schlug also die erste Behandlung fehl, während die zweite funktionierte? Die erste Behandlung änderte die Erwartungshaltung des Verstandes, was harmlose Knöpfe auslösen könnten. Klassische Konditionierung. Die zweite Therapie änderte die Bewertung der Knöpfe selbst, dass sie eigentlich gar nicht so eklig sind. Technisch ausgedrückt, das Erwartungslernen schlug fehl, das Bewertungslernen hingegen war erfolgreich. Die Behandlung einer Phobie kann jedoch viele Formen annehmen. Sozial- und Agoraphobie werden häufig mit Beratung oder sogar mit Medikamenten behandelt.
Spezifische Phobien werden häufig durch systematische Desensibilisierung behandelt, heute oft mit Hilfe von virtueller Realität. Humor ist eine weitere ernsthafte Therapie, die oft funktioniert. Aktivitäten, die in Verbindung mit der gefürchteten Situation Humor hervorrufen, können helfen, Ekel, Angst oder andere ungelöste Gefühle, die die Ursache unserer Phobie sind, zu reduzieren. Welche Erfahrungen hast du mit einer Phobie gemacht? Hattest du jemals eine, die du überwinden konntest? Und wenn ja, wie hast du es geschafft? Erzähl uns von deinen Erfahrungen in den Kommentaren unten.